Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann heiße ich Sie herzlich willkommen hier in der Pressearena, hätte ich beinahe gesagt, in der Marco-Mock-Arena im Pressezelt zur PK nach dem Spiel, erste Pokalrunde DFB gegen den 1. FC Nürnberg. Beide Trainer, Glückwunsch erstmal an Christian Ziel zu dem verdienten 9:1, aber Glückwunsch auch an unsere Seite, an unseren Neucoach, wenn ich das mal so sagen darf. Den Sportkameraden Brendel und Bagdad, über dich werden wir gleich nochmal besonders reden. Christian, das erste Wort gehört wie immer den Gästen. Muss ich ins Mikro reinsprechen? Deine Kraft reicht auch so. Ah, okay. Ja, was ich den Jungs heute mitgegeben habe, war, dass ich von der ersten Sekunde an sehen will, wer der Zweitligist ist. Ich glaube, das haben wir in der ersten Halbzeit ganz gut hinbekommen. Chancen rausgespielt, Tore gemacht, so wollte ich das haben. In der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so, weil wir, glaube ich, den einen oder anderen Schritt einfach rausgenommen haben. Ja, ansonsten für mich war wichtig, dass wir uns Chancen rausspielen, dass wir vors Tor kommen, dass ja, die Jungs auch das ein oder andere Tor schießen. Das haben sie gemacht. Letzten Endes, und das mit allem Respekt, das wisst ihr, war es eine Pflichtaufgabe. Wenn ein Zweitligist gegen einen Oberligist spielt, dann sollte da nichts anbrennen. Im Pokal sind aber auch schon viele verrückte Sachen passiert, das wissen wir auch alle. Deshalb haben wir die zweite Runde verdient erreicht und damit bin ich zufrieden. Danke, erstmal Christian Fiel. Ja, Fiel, Entschuldigung. Fiel, genau. Spanisch ist wichtig. Genau. Mein Lieber, ich war nicht in der Kabine dabei, aber ich kann mir vorstellen, erstes Ziel, nicht zweistellig verlieren, zweites Ziel ein Tor erzielen. Beides erreicht. Heißt das auch grenzenlose Zufriedenheit? Vielleicht als erstes Glückwunsch an meinen Kollegen. Vielen Dank. Ja, alles Gute für den weiteren Wettbewerb. Danke. Und auch in der zweiten Liga. Wenn ich ehrlich bin, wir haben weder über das Ergebnis gesprochen, noch was wollen wir, was wollen wir nicht. Wir wollten so gut es geht dagegenhalten. Mit den Möglichkeiten, die wir als Verein, als Mannschaft haben. Und ich glaube, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit ist uns das gut gelungen. Ja. Klar, wie Christian gerade gesagt hat, haben sie natürlich 2-3 Schritte rausgenommen. Aber am Ende des Tages war für uns keine Chance. Und diese Chance, die man ja so schön sagt, wollten wir irgendwo zumindest so ein bisschen erhaschen. Ist uns nicht gelungen, völlig verdient in der Höhe auch verloren. Aber am Ende des Tages ein rundum gelungener Tag für alle Beteiligten, vor allem für meine Mannschaft, werden sie so schnell nicht vergessen. Bagaré, du hattest 2 Riesenchancen. Eine, wo du allein drauf gehst und ihn dann nicht machst, und das zweite dann mit guten, ich habe es von oben gesehen, da wolltest du hin, da sollte der Ball hin, da hat er reingepasst. Wie glücklich ist man jetzt? Sehr glücklich, um echt zu sein, vor allem nach der vergebenen Chance. Ist das natürlich noch mal besser, weil ich glaube, sonst hätte ich heute nicht gut schlafen können, wenn ich da ohne Tor rausgegangen wäre. Also besser hätte ich mir nicht vorstellen können. Christian, noch ein Satz zu den wirklich zahlreichen und sehr friedlichen Anhängern des 1. FC Nürnberg. Das ist nicht immer selbstverständlich bei Fußballvereinen, aber die Fans haben sich unglaublich engagiert, hier gezeigt. Da kann man als Trainer auch nur glücklich und zufrieden sein, oder? Zu 100%. Ja. Dafür habe ich kaum Worte, weil es ist schon ein weiter Weg und es sind wirklich viele gekommen, um die Jungs zu unterstützen. Dafür ein großes Dankeschön. Und ja, es geht darum, Woche für Woche auch zu liefern für die Leute, die dann halt auch diese Fahrten auf sich nehmen. Und deshalb, wie ich es gesagt habe, vielen Dank dafür. Ja, dann sind Sie jetzt gefragt, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Ihren Fragen an beide Trainer, Spieler, bitteschön. Scheint alles gesagt zu sein, Kollegen? Jan Zorn meinte nach dem Spiel gerade, wir müssen noch etwas gegen Körbe, was seit 2 Jahren. Hat der Trainer auch noch Rede zu 100%, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Rahmen dafür. Aber ich ärgere mich sehr, weil wir haben diese Woche das ein oder andere Mal über solche Dinge gesprochen und es ist ein Tor, was du einfach verteidigen musst. Und ich war selber Spieler, ich weiß, wie das dann ist, wenn du 8-0 führst und du sagst, ja, dann kann ich mal einen Schritt rausnehmen, aber mich ärgert es sehr und deshalb, ja, werden wir darüber auf jeden Fall nochmal sprechen. Wenn ich richtig erinnere, Spieler von Alemannia Aachen im Pokalfinale sogar, ne? Ja. Ja, genau, das ist schon ein bisschen her. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich unseren Gästen erstmal eine gute Heimreise wünschen. Es ist ein weiter Weg, fahrt vorsichtig. Das machen wir. Liebe Grüße an Olaf Rebbe und Christian Böning. Kommt gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hier und
euch viel Erfolg. Danke. Für Dienstagabend 19:30 Uhr, da ist dann Brot- und Buttergeschäft gegen Vartanspor. Tagesgeschäft, genau. So ist es. Ihnen allen schönes Wochenende. Danke. Danke.